So, weiter geht es mit unserer Questreihe Fenris Reißzähne. Okay, meine Kraft ist ja nicht besonders hoch. Aber okay. Schauen wir uns das Ganze hier mal an. Unser Freund Thor. Okay, dann versuchen wir ihn doch mal zu besiegen, wenn er mir nicht gerade unnötig viel Schaden reinballert. Okay. Wäre schön, wenn Thor die Aggro halten würde, dann könnte ich nämlich hier, ja. Sollst die Aggro halten, mein Freund? Ich will hier nicht Energie verlieren ohne Ende. Alter. Alter! Mein Ausweichding ist jetzt leer. Danke. Autsch. 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 Yo. Nicht nur, dass er noch größer geworden ist, er macht doch noch doppelt tausendfach Schaden. Ja. Alter. Ich bräuchte ein bisschen Energie. Ein bisschen mehr Energie. Lauf mal ein bisschen. Hilfe! Zu schnell. So, okay, kann weitergehen. Wo kommt denn die Kamera? Ach, gibt keine Kamera. Hallo, ich bin hier ein bisschen im Gebüsch fest. Komm schon. Stirb. Alter. Das ist dein Ende. Aha, geht doch.
worthy foe, but not worthy enough. Still, Mjolnir denies my call. I say thee, nay! Okay, kehren wir mal zurück. That's the stuff. Mission complete. Huh? That's one infraction site contained, but we still have a long way to go. Of course, victory doesn't come without a cost. You're lucky you made it out of there in one piece. I was broken long before this, and even you can't build something to put me back together, Stark. Well, that won't stop me from trying. Since the convergence, the number of dangerous entities breaching our dimension has been increasing. We're going to need a lot more help if we want to win this. That's what friends are for, right? Omega Flight's resources are at your disposal. So go on, recruit a team and go save the world already. Schließe den Ride ab. Und einen neuen Titel und wieder 1000 Stunden. DPS dazu. Ach, DPS. Ja. Oh. Heutiger Ride. Spezialisierungsinfos. Ach du Schande. Was ist das? Nur ist gut. Jemine. Ja. Prima. So, da fällt mir hier mal alles. Spezialisiert. Ich dachte, das ging nur für den Ride. Verdammt. Team. Titel. Naja. Okay. Keine erlernten Eigenschaften. Okay, mehr Schaden. Ausrüstung. Zack. 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 Oha, das wird ja richtig teuer. Empfohlen.
Eigenschaften eingesetzt. Auf Kontrolle? Auf Kampf. Auf Kampf. Auf Angriff. Eigenschaften eingesetzt. Gar nichts. Gar nichts. Weil ich gar nichts habe hier. Angriff erhöht. Ja, so. Maximal verbessert. So, dann kann ich hier hoch und mach Spinnensinn. Blockschaden. Ah. Was ist das denn hier? Sprungspinne. Spinnenkampf. Green Goblins Wahnsinn. Spinnenkampf. Scorpions Verfolgung. Alter. Was ist los? Ich kann es nicht skillen. Ich muss erstmal das hier skillen, ne? Zack. 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 So, wieder zwei frei. Dann haben wir hier Erhöhung der Verteidigungsdurchdringen. Erhöhung der Verteidigungsdurchdringen. Ja, dann mache ich doch eigentlich auch mehr Schaden, oder? Oder kritischen Schaden. Angrifferhöhung. Angrifferhöhung. Frage ist, wo will ich hin? Queen Goblins Wahnsinn, Gesamtschaden plus. Oder erhöht ultimative Anzeige Wiederherstellungszentrum. Hier. Übernatürlicher Sinn. Erhöht maximale Ausweichrate. Ne, da will ich ja nicht hin. Stellt nach alle den tödlichen Schaden sofort LP um 3 Mal wieder her und erhöht Ausweichrate. Das Überleben. Gift des Kragen. Erhöht Fertigkeitsschaden von Spinnenkampf Klasse 2. Gesamtschaden. Stellt beim Einsatz einer Spinnenklasse eine Ausweichfertigkeit. Wandelt 4% der Ausweichrate in. Auch nicht schlecht, aber erhöht die Schadensgenauigkeit um 1%. Hier unten, das ist auch ganz nett. Was haben wir hier? Erhöht die Dauer der Status, damit die Gegner zugefügt werden um 3%. Netzstapel um 1 zu erhöhen. Ha! Okay, also eigentlich wäre es sinnvoll, hier nach links zu gehen. So, kann ich das anwenden? Ne, ich muss die immer voll aufwerten. So. Okay, jetzt haben wir hier oben wieder Erhöhung des Blockschadens. Ich bin jetzt nicht lang die Auswertung, wenn mein Block unterbrochen wird. Ha. Aber dafür muss ich halt eben. Oh, Erhöhung des PvP-Schadens. Das ist so. Erhöhung des PvP-Schadens. Tja. Erhöhung des Superschurken-Schadens. PvP ist schon eine schicke Sache. Noch irgendwas OP? Okay. Verringern. Was? Verringerung des PvP-Schadens? Was? So, als Schutz oder was? Verringerung des PvP-Schadens, dass ich weniger PvP-Schaden bekomme. Würde ich jetzt mal so sagen. Das ist nämlich Verteidigung hier. Verringerung des Superschock-Schadens. Ah. Also hier die Sachen werden auch noch nice, ne? Wenn ich nach oben gehe. Also hier hoch ist nice. Gerade für PvP. Und hier rüber wäre nice. Das hier ist jetzt. Okay. Um das hier freizuschalten, müsste ich erstmal die hier alle skillen. Ja, das ist halt eben so eine Sache, ne? Wo lang gehe ich jetzt? Mich interessiert halt PvP auch schon später mal. Aber genauso gut. Erstmal hier im Level weiterkommen. Das wird man bestimmt später noch ändern können. So, machen wir erstmal den an. Ups. Vielleicht kann ich auch alles skillen. Auf jeden Fall habe ich nicht mehr genug zum Weiterskillen. So, dann machen wir hier Erhöhung des Blockschadens. Brauche ich auch 5 Stück, Alter. Ich mache erstmal hier die kleinen, die ich machen kann. So.
Angrifferhöhung. Oh, das ist auch noch mal cool. Kann ich noch mehr Angriff erhöhen? Genauso wie hier Angriff. Das ist eine andere Angriffserhöhung. Angriff ist immer gut. Die beste Verteidigung, würde ich mal sagen. So. Mal hier. Erhöhung des Blockschadens. Also, der geht hier auch gut auf Angriff rüber. Über natürlich Sinn. So. Ist auch nett. Ist alles nett. Halt die Frage, ne? Hm. Ich sollte schon erstmal. So, ein bisschen die Grundform skillen. Ich allgemein stärker bin. Hier. Verringerung des kritischen Schadens. Ausweichrate, auch nicht schlecht. Was ist das denn? Ausdauer wiederherstellung. Mhm. LP wiederherstellung. Mhm. Tja, wir skillen jetzt mal hier. Hier mal Daumen. Zack. Mit OP-Schaden. Upsi. Nicht genug vorhanden. So, das heißt, mir fehlt hier halt eben, damit ich das hier skillen kann. Da können wir noch den Blockschaden skillen. Hier können wir Verringerung des Crit-Schadens. Hier können wir die Ausweichrate erhöhen. So. Ausdauer Wiederherstellung. Verringerung der Abklingzeiten. Ups, ich habe keine Kohle mehr. Das ist ja. Traurig. Erhalte Materialien. Spiele das Spiel. Okay, ausrüsten kann ich nichts, weil ich habe noch nichts erlernt. Ich habe es leider nicht geschafft. Also, wenn ich das alles geskillt habe, wenn ich alles skillen kann, wäre ja natürlich mega. Aber so wie es aussieht, kann ich sogar alles skillen. Und werde dann einfach hier irgendwas. So. Okay, das wäre dann die. Warum ist meine Spezialisierung noch hier? Ach, weil ich noch ein bisschen Kohle habe. Bis aufs Letzte. Leer. Ja. Ah, guck mal, hier gibt es wieder ein bisschen Geld. Und noch ein bisschen Geld. Ich bin blank. Brauche mehr Geld. Was ist denn hier? Kann ich jetzt mal hier nochmal Geld? Ey, was ist denn? Hä? Ich drück doch schon andauernd alles nehmen. Was wollt ihr? So, Allianz. Gibt schon wieder... Ich glaube, neue Tageszusatz, oder? Oh, Anmelde-Logging. Ui. Neuer Tag ist dran. Okay. Ja, schon. Ist schlecht. So. Kann ich mal ganz Geld hier verballern? Kann ich meine Fertigkeiten nicht mehr skillen nachher? Auch traurige Sache. So. Schon wieder. Und schon wieder. So, was? Wir hatten Beschwörungsticket. Oh, geil, 100.000. Schick. Bewältige alle Missionen, dann bekomme ich den hier. Schick. Muss ja nur 7 Tage durchhalten. Okay. Hol dir Kohle, hol dir jenes. Alle. So. Ach, Geschenke gibt es auch noch. Wo denn? Ach, da, monatliche Anmeldung hier. Boom. Bitte lieber das Epic da unten rechts. Legendäre, ich will aber ziehen, hier. Hier wird gezogen, meine Freunde, hier wird gezogen. Und jetzt komm, ziehen wir, was schick ist. Wer bist denn du? Ein Gefährt. Nichts Besonderes. Haben wir noch was hier? Verbrauchsgegenstände. Ah, gratis. Ah, apropos Verbrauchsgegenstände. Hier waren wir gewesen. Belohnungsticket. 100.000. Ah, ne, ich wollte meine Kohle jetzt nicht dafür rausschmeißen. Schade. Schade! So. Das mal. Inventar. Das hier war das. Mhm. So, meinen Gefährten kann ich auch einsetzen. Team. Gefährte. So.
Ah. Einsetzen. Dahin. Einsetzen. Und hierhin holen wir dann den hier. Einsetzen. Da, bitteschön, so. Gib mir auch nochmal. Oh, 242.000, schicke Sache. So. Okay. Frage, ballern wir echt alles raus? Ausdauer wiederherstellen. Und da Abschwingzeit. So, was haben wir hier? Ultimative Anzeige. LP erhöhen. Erhöhung der LP Wiederherstellung, Ausweichratenerhöhung. LP Erhöhung, Ausweichrate. So. Anzeige, Verringerung des kritischen Schadens. Ja. Verringerung des Superschocken-Schadens. Verringerung des PvP-Schadens. Falls ich PvP mache. Verringerung des PvP-Schadens. Verteidigungsplus. Ja. Schockenschaden. Aktivanzeige. LP-Erhöhung. Super Schockenschaden. Warte mal hier. So. Ja. Ist meine Kohle schon wieder futsch. Das war's aber schon wieder. Hier sieht mein Held jetzt aus. Wie lange haben wir denn? Oh, 246.000. Haha, schicke Sache. Gut, dann war's das erstmal wieder mit diesem Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, auf Wiedersehen.